Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass Sie jetzt schon so zahlreich hier zusammengekommen sind. Mein Name ist Lorenza Wandt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach Wirtschaft, Technik, Haushalt, Soziales an der TU Dresden. Und neben mir ist hier im Raum auch noch Florian Schier. Wir haben abgemacht mit der Moderation, dass Sie sehr, sehr gerne auch Redebeiträge haben können. Das bedeutet, wenn Sie Fragen haben, raus damit. Wir können Ihnen gerne dann die Funktion des Broadcastens übergeben und Sie dürfen auch gerne die Fragen stellen. Natürlich steht der Chat Ihnen auch zur Verfügung, aber vielleicht ist es ganz angenehm, wenn wir damit also durch Stimme in Kontakt treten können. So, ich beginne mal mit unserer Präsentation. Wie schon gesagt, mein Name ist Lorenza Wandt. Wenn Sie mit mir gerne in Kontakt treten möchten, können Sie das über meine E-Mail-Adresse tun, über LinkedIn. Das wird in unseren Profilen wahrscheinlich verlinkt sein. Ich bin Dozentin im Fach WTH an der TU Dresden und eigentlich gelernte Berufspädagogin. Und dann übergebe ich jetzt auch schon an Herrn Schier kurz. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie jetzt doch zahlreich nach und nach nachtrudeln. Ich sage es nochmal gleich nach meiner Vorstellung. Mein Name ist Florian Schier. Ich bin Mitarbeiter am Immersive Experience Lab an der TU Dresden. Also studiere sowas wie Informatik und arbeite mit Frau Wand zusammen jetzt an diesem Projekt weiter. Bin derzeit im Abschluss meines Masterstudiengangs. Und auch mich können Sie gerne per E-Mail erreichen oder am besten uns beide gleich. Und genau. Ich sage es nochmal für die jetzt nachgetrudelten. Wir würden das gerne befürworten. Sie können gerne den Chat für Fragen nutzen. Wir können Ihnen aber auch gerne Rechte geben zu broadcasten, also einfach Video und Audio anschalten und die Fragen wirklich zu kommunizieren, zu reden. Das geht hoffentlich schneller, als im Chatverlauf nachzuscrollen, welche Fragen halt da waren. Genau. Damit würde ich einfach schon mal starten und kurz das Labor, das Team vorstellen, in dem ich eigentlich arbeite. Das in Immersive Experience Lab, IX Lab, ist eine Institution an der TU Dresden, die erst neuer gegründet wurde. Wir beschäftigen uns mit vielen immersiven Grundfragen, das heißt Grundlagenforschung, natürlich Technologien, aber eben auch Anwendungen und Implikationen, was das für uns und die Gesellschaft bedeuten könnte. Immersive Medien. Ich bin sehr auf Englisch geprägt, es tut mir leid. Immersive Medien auf Deutsch sind Medien, in denen virtuelle und räumlich ferne Menschen, Objekte, Ereignisse oder ganze Welten auf eine Art, auf irgendeine Art, muss man sagen, als nah und real wahrgenommen und erfahren werden können. Das heißt, wir erforschen essentiell dieses Verständnis darüber, wie nehmen wir eigentlich die reale Welt wahr? Nur dann können wir dieses Erlebnis auch reproduzieren. Und das, muss man sagen, betrifft nicht nur XR oder VR, AR, welche auch immer Technologie es gibt. Selbst ein Buch kann unglaublich immersiv sein. Es kann einen einsaugen und diese Orte, die man dort kreiert, nah und real wirken lassen. Das heißt, wenn wir von immersiven Medien sprechen, Entschuldigung, ich blätter hier mal zurück, Lorenza, wenn wir von immersiven Medien sprechen, sprechen wir nicht nur von VR, nicht nur von Technologie, wir reden auch über Bücher, Filme und so weiter. Ein kleines Zitat hier von unserem Leiter sagt, dass wir uns mit Wahrnehmung, Perceptual and Cognitive Science beschäftigen, mit Weltenentwicklung und Simulation mit Computer Science natürlich, aber eben auch mit Philosophie. Das heißt, welche Auswirkungen kann das haben? Phänomenologie und genauso wie Art und Design. Wir haben Zusammenarbeiten mit einem Filmfestival derzeit. Wir versuchen immer und überall auch Kollaborationen mit dritten Parteien zu machen. Machen aber gleichzeitig eben auch Studien über Sinneswahrnehmung, auditive Sinneswahrnehmung etc. Grundsätzlich, wenn man sagt, okay, aber was ist denn jetzt eine reale Wahrnehmung, ist das sehr schwierig zu beantworten. Ich habe dieses lustige Bild mitgebracht, mit der Frage, was ist eigentlich real? Denn dieses Bild ist meiner Meinung nach zumindest fotorealistisch. Aber wir alle wissen, dass so kein Vogel aussieht und auch kein, ich weiß nicht, Affe Flügel hat. Insofern sind das Fragen, mit denen wir uns im Labor beschäftigen, im Team beschäftigen, in Studien.
und sowohl artistisch wie auch eben analytisch und empirisch. So viel zum iXLab und Lorenza wird nun nochmal vorstellen, wie es bei ihr aussieht. Entschuldigung. Pardon. Genau. Sie fragen sich möglicherweise, warum ein Fach, das schon so einen absolut komplizierten Namen hat wie Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales, mit einem Institut, das immersive Medien herstellt, zusammenarbeitet, kollaboriert. Das liegt daran, dass wir, also ich forsche in meiner zukünftigen Dissertation über Extended Reality und zwar im Bereich der protoberuflichen Bildung. Protoberuflich bedeutet so viel wie vorberuflich und das ist es, was dieses Fach ausmacht, die Protoberuflichkeit. WTH abgekürzt, WTH, ist auf der einen Seite ein Schulfach an sächsischen Oberschulen und es vereint eben diese Bereiche Wirtschaft, Technik und Haushalt und zwar nicht in Form von drei verschiedenen Fächern, die nebeneinander gelehrt werden, sondern in Form von Projekten. Das nennt sich bei uns in dem Lehrplan der Sächsischen Oberschule Lernbereich. Da kann man dann beispielsweise etwas lernen zu Produktion Produktion in Industrie und in Handwerk oder etwas über Konsum im Haushalt. Solche Lernbereiche gibt es dort. Das Fach ist ein rein sächsisches Schulfach. Es gibt so ähnliche Fächer auch in anderen Bundesländern, die dann beispielsweise Arbeitslehre in Brandenburg heißen. Es ist aber natürlich auch ein Studienfach im Bereich des Oberschullehramts, mehrheitlich natürlich an sächsischen Oberschulen und ein Studienfach an der TU Dresden. Dieses Fach zeichnet sich wirklich besonders dadurch aus, dass es durch die vielen Bereiche sehr multiperspektivisch ist, einen besonderen Lebens- und Arbeitsweltbezug hat, einen Situationsbezug, dadurch, dass die Lernbereiche ja sehr spezifisch auf Projekte orientiert sind, die eben diesen Lebens- und Arbeitsbezug haben. Und natürlich die Vorberuflichkeit, denn die Berufsorientierung ist ein großer Aspekt. Dadurch, dass wir einen großen Bereich Technik haben, und wir Techniken nicht nur betrachten wollen, sondern auch nutzen wollen, ist diese Kollaboration sehr interessant. Auch um Synergieeffekte zwischen der Schulbildung, dem Studium und der möglichen Berufsbildung herauszubekommen. Und diese Software TeachMVR gibt uns die Möglichkeit zu schauen, wie Kommunikation zwischen verschiedenen Bereichen möglich ist, zwischen Studierenden und Dozierenden, genauso wie zwischen SchülerInnen und Lehrenden oder eben später möglicherweise auch zwischen Auszubildenden und Ausbildern oder Ausbilderinnen. Genau, denn kommen wir jetzt vielleicht zu dem Hauptteil dieser Präsentation und zwar zu TeachMVR. So rum, wenn man sich unmutet, geht das auch besser. Ich würde anfangen einmal mit einer kurzen Umfrage. Ich starte die einfach mal und ich hoffe, dass das bei allen Ihnen nun auf dem Bildschirm erscheint. Ich lade Sie einfach einmal kurz anzuklicken. Die Ergebnisse sollten auch gleich mit reintrödeln. Ich habe gesehen, dass auch Florian Kern hier in der Zuschauergruppe ist und ich schätze, dass viele Leute, die jetzt hier in diesem Umfrage sind, schon vorher die VLearn-Präsentation ebenfalls angeschaut haben. Von daher überrascht es mich wenig, dass wir 31 oder ein Großteil der Leute schon mal VR-Headsets auf hatten. Freut mich. Das heißt, wir müssen zumindest keine Grundsatzvorführung machen von dem, was technisch das Ganze bedeutet. Schön. Okay, kurz über TeachMVR selbst. TeachMVR soll eine Virtual Reality Lehrumgebung darstellen, die dem Anbieter oder den Anwender so rum erlaubt, sich Avatare zu erstellen, den Avatar zu nutzen und sich damit auf dieser Multi-User-Plattform zu repräsentieren. Das Ganze ermöglicht natürlich Kommunikation über Sprache und Interaktion mit so ziemlich allem, was in der Umgebung dargestellt wird. Dargestellt werden insbesondere für unsere Anwendung vorerst Bilder, Audio- und Videodateien und eben interaktive 3D-Modelle. Wir werden uns das gleich einmal in der Demo anschauen. Die Umgebung selbst haben wir erstellt als eine Sandbox-Umgebung, um eben Lehr- und Lernerfahrung zu rekreieren und zu evaluieren. Schnell, einfach und
verbesserungsiterativ, sodass wir möglichst viele Lehren aus diesem Lerntool ziehen können. Ja, grundsätzlich, wie auch bei anderen VR-Plattformen oder digitalen Plattformen in dem Sinne, entfernt es viele physikalische, praktische und finanzielle Einschränkungen. Wir können 3D-Objekte darstellen, wir können unsere Studenten an Orten führen, die anders entweder nicht machbar sind oder finanziell zumindest nur sehr schwierig. Ein Fokus insbesondere bei der Entstellung der Umgebung ist oder war eine einfache und intuitive Interaktion mit den umgebenden Sachen. Das heißt, es ist nicht alles möglich, was man sich erdenken kann. Das, was möglich ist, soll aber möglichst intuitiv sein, sodass es eben nicht ablenkend ist und man sich tatsächlich auf das Lernen, auf den Unterricht, auf das Teilen des Fortschritts fokussieren kann. Genau, hier einmal kurz ein paar visuelle Eindrücke. Wir haben uns anfänglich gedacht, wir müssen weg von diesen 2D-PowerPoint-Präsentationen. Das ist das, was wir kennen. Aber in einer PowerPoint-Präsentation ist es schwierig, Referenzen zu ziehen zwischen das, was man auf Folie 10 hatte und was man jetzt auf Folie 62 hat. Und deswegen haben wir uns gesagt, wenn wir diesen 3D-Raum haben, dann wollen wir den auch nutzen und haben angefangen, die Inhalte räumlich zu arrangieren. Weitere Motivation, warum wir das gemacht haben, kommen gleich nochmal schnell. Hier rechts in dem kleineren Bild sieht man auch schon Nutzer, die das Ganze in einer Gruppe eben erleben. Und nochmal einen kleinen Überblick. Wir sehen das Ganze gleich live in der Demo in Bewegung. Das ist viel schöner als diese Bilder hier. Genau. Kurz ein paar Gründe nochmal, warum wir das Ganze kreiert haben. Die Motivation für uns war vielseitig tatsächlich. Es war natürlich motiviert mit Covid und dem ganzen Remote Learning, da wir keine, einfach diese gesamte zwischenmenschliche Interaktion auf 2D-Bildschirme reduziert wurden. Wir haben keine Kenntnis davon, wer wen anschaut. Ich könnte nicht sagen, ob Frau Wand jetzt gerade mir zuschaut oder das Internet durchsucht, und diese Sachen fehlen einfach. Daher, das war für uns eine unglaubliche Motivation, einfach zu sagen, hey, wir haben diese Geräte, lasst sie uns nutzen. Und wir wissen, dass es für Lehren und Trainieren, also ist explizit für Trainieren, unglaublich gut funktioniert. Für Feuerwehrleute, für Labormitarbeiter, für Minenarbeiter gibt es Anwendungen, die sind unglaublich speziell, aber unglaublich effizient. Das Problem ist, für Lehre, gerade in Corona-Zeiten und als universelles Tool, taugen diese Plattformen seltener was. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Vorbereitungszeit der Unterrichtsstunde, jeder Unterrichtsstunde für Lehrende, meistens sehr beschränkt ist. Daher haben wir uns überlegt, es gibt kein Go-To-Tool in 2D von diesen 2D-Präsentationen für 3D. Wir haben also, unten rechts sieht man das jetzt, Seminare über VR in VR gehalten. Ein Semester lang haben wir verschiedene existierende Plattformen ausgesucht und evaluiert, haben versucht, Feedback gesammelt und evaluiert, gibt es ein Tool, das bietet, haben festgestellt, es ist viel Schönes draußen, es gibt auch viele wirklich gute Tools. Es hat uns aber meistens was gefehlt, da haben wir unsere eigene Plattform gebaut. Schlussendlich gibt es auch noch einen weiteren Grund, und das ist auch der Grund, warum wir das Informationen im Raum angeordnet haben, wie man hier auf diesem Bild links sieht. Und das ist ganz einfach räumliche Assoziation. Es gibt Memory-Techniken, die in Gedächtnissport-Wettkämpfen genutzt werden. Das ist der Gedächtnispalast oder Method of Loki, die Ihnen vielleicht was sagen. Das ist besonders die Assoziation zwischen räumlichen Charakteristika und den Informationen selbst. Und wir haben in unserem Testlauf, den wir dann durchgeführt haben, tatsächlich auch das bestätigen können. Genau. Diese Folien nur nochmal sinnbildlich dafür, dass es unglaublich gute Simulationen gibt für Feuerwehrleute, für Forschung und Lehre. Es gibt 360-Grad-Videos, aber alles spezifisch und mit unglaublichem Vorarbeit verbunden, die nicht einfach gemacht werden kann. Rechts ein Sinnbild von Method of Loki, die schon lange verwendet werden, in denen Informationen eben für Redner mit verschiedenen Räumlichkeiten assoziiert wurden. Und schlussendlich nochmal der Ursprung dieses Projektes, aus einem Forschungsprojekt vor einem Jahr entstanden, mit der Idee, dass die Räumlichkeit der Information eben der dem Recall, dem Widerrufen der Information helfen kann. Und tatsächlich haben wir eine erste Studie letztes Jahr laufen lassen mit Studierenden, die jeweils von zu Hause mit verschiedenen VR-Geräten sich mit der Plattform verbunden haben. Und das Feedback war, ja, sehr gut. Die Nutzer waren mit VR-Anwendungen
teilweise vertraut. Es ist manchmal schwierig, weil Motion Sickness und solcherlei in VR immer schwierig ist. Aber grundsätzlich haben wir auch das Feedback tatsächlich bekommen, dass diese Erinnerung durch räumliche Assoziationen geholfen hat. Genau, ich würde im Anschluss hierzu einmal eine Demo machen, aber erstmal möchte Frau Wand nochmal das Thema abrunden. Genau, ich möchte noch etwas sagen, in welche Richtung wir uns noch bewegen wollen. Und zwar, aktuell ist es ja noch eine Lehrumgebung in gewisser Weise, was Teach in VR auch nahelegt im Namen. Wir möchten, und das ist eigentlich auch das Projekt, was wir beide verfolgen, wir möchten gerne aus dieser Lehrumgebung eine Lernumgebung machen. Also zumindest die Möglichkeit zusätzlich geben, daraus eine Lernumgebung auch möglicherweise eher in Richtung einer Single-User-Experience zu machen. Unser großes Ziel ist auf alle Fälle, dass wir den LehrerInnen, die das irgendwann mal nutzen werden und hoffentlich auch in absehbarer Zukunft nutzen können, dass die einfach nicht 5 Stunden brauchen, um eine virtuelle Unterrichtsstunde zu planen, sondern dass das intuitiv funktionieren kann. Man kann dann Methoden in den Raum ziehen, die mit Inhalten füllen und präsentieren oder eben interagieren lassen. Das ist das große Ziel unserer gemeinsamen Arbeit. Es gibt schon ein paar Fragen, Florian. Und zwar Frau Bourri hat geschrieben, sie findet es sehr interessant, was schon sehr schön ist, aber möglicherweise auch aufwendig und teuer zu erstellen. Ist es so? Jetzt, wo die Grundanwendung existiert, ist es für uns sehr einfach, weitere Lehrveranstaltungen, Inhalte reinzuziehen. Lehrkonzepte müssen angepasst werden, denn Textlesbarkeit ist in VR natürlich nicht so gut gegeben. Aber ich glaube, skalieren tut das Ganze jetzt deutlich einfacher, als man denkt. Und es kommt noch was, etwas, wie es mit der Barrierefreiheit aussieht. Dazu kann man eigentlich schon sagen, dass Virtual Reality an sich ein großer Schritt zu mehr Barriere. Also vollständig ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass es da auch Barrieren gibt, aber es ist was, was finanzielle, räumliche Dinge angeht, dann diese Barrieren können natürlich sehr leicht überwunden werden. Finanziell meine ich jetzt aber auch natürlich, wenn Schulen mit Geräten ausgestattet sind, die können mit nach Hause genommen werden. Das kann von zu Hause aus in denselben Raum eingetreten werden, ohne dass es räumlich machbar sein muss. Und es sollte eigentlich auch von einem finanziellen Stand aus machbar sein, dass da jeder teilhaben kann. Noch eine Frage. Ist Teach in VR mit Unity, Unreal, Open? Ja, ich lade Sie herzlich ein, gerne zu uns zu kommen. Sie können gerne oben dieses Winkelmännchen anklicken und ich kann Sie gerne live schalten. Dann können wir uns vielleicht sogar noch ein paar Minuten unterhalten, wenn Sie möchten. Ja, es wurde in Unity programmiert, nicht wahr, Florian? Es geht hier jetzt wirklich. Genau. Ich wollte gerade da reinspringen. Tatsächlich ist es in Unity entwickelt worden. Momentan für hauptsächlich als Schnittstelle mit den Oculus-Geräten. Es ließe sich gewiss auch skalieren und wir arbeiten daran, das Ganze auf OpenXR umzustellen. Das heißt, es ließe sich dann auch weiter auf allen VR-Geräten entwickeln. Es gibt auch Ausbaupläne hinsichtlich das Ganze in AR-Geräten als Observer zumindest zu machen, sei es von Desktop oder von Tablet. Dementsprechend sollte auch dort die Barriere hinsichtlich finanziellen zumindest erheblich gesenkt werden. So. Ja, hier ist noch eine Frage. Wie werden die Brillen zur Verfügung gestellt und wie viele Studierende profitieren schon davon? Wie lange und aufwendig war die Aufbauphase? Das Ganze ist entstanden im Rahmen eines Forschungsprojekts. Das hat, glaube ich, ein halbes Jahr lang Entwicklungszeit gehabt. Und den Stand hat es jetzt auch. Die Studierenden, wir versuchen oder wir werden so rum auch Kurse daran leiten und geben. Momentan in diesem Semester findet derzeit noch kein Kurs statt, aber Frau Wand hat auch weitere Kandidaten, die es tatsächlich als Lehrer und als Studierende nutzen werden.
Genau. Genau. Florian, vielleicht kannst du schon mal einsteigen, bevor wir es gar nicht gezeigt haben. Ja, also hier kam auch gerade wieder, Oculus funktioniert über einen Facebook-Account, oder? Gibt es hier Probleme mit dem Datenschutz? Die gibt es sehr wohl. Man kann nämlich Oculus Quest 2 Brillen in Deutschland nach wie vor nicht beziehen. Wir versuchen das natürlich irgendwie also zu Forschungszwecken schon in gewisser Weise zu umgehen, sozusagen. Ja, das ist wirklich schwierig. Wir benutzen aktuell die Oculus Quest 1 Brillen, die im Immersive Experience Labor auch zur Verfügung stehen. Es gibt nur wenige, wir haben ein paar Oculus Quest 2. Es funktioniert auf beiden Geräten wunderbar. Und Sie sehen jetzt hier auf dem linken Bildschirm also so eine Art Kameraansicht in der Lehrumgebung, und auf dem kleinen rechten sehen Sie, was der Florian gleich an seiner Brille sehen wird und was er da macht. Genau, ich würde hier einmal kurz reinspringen. Wir haben tatsächlich recht viele Oculus 1-Geräte, Oculus Quest 1-Geräte im Labor, und die sind für uns auch für dieses Projekt unersetzlich. Damit haben wir viele Studierenden ausgestattet, um das auch zu testen in der ersten vorläufigen Studie. Und ich werde jetzt mal aufsetzen. Das heißt, ich werde hier im Video-Feed gleich aussehen wie ein Träumer vor einer Berglandschaft. Wie gesagt, auf der rechten Hälfte sehen Sie, was ich sehe. Auf der linken Hälfte sehen Sie eine Kameraeinstellung. Ich würde einfach mal einmal kurz einladen dazu. Hier ist die Avatar-Ansicht. Wir haben hier so ein kleines UI gebaut, um eben, na, jetzt klappt es natürlich mit den Fingern nicht. Also wir haben das Handtracking der Oculus Quests. Ich habe mich hier gemutet, damit Sie mich nicht doppelt hören. Durch die Bildschirmübertragung und durch die Lernplattform selbst. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, den Avatar zu updaten, die Sessions zu speichern, das heißt, das, was jetzt hier aufgebaut ist, zu speichern und wieder zu laden, verschiedene synchronisierte Einstellungen und lokale Einstellungen zu machen, heißt, um für alle Nutzer der Plattform das Gleiche zu präsentieren. Das ist nicht immer so einfach, weil niemand garantiert, dass was ich sehe, der andere auch sieht. Aber so erstmal die Grundidee. Bevor ich hier umherhüpfe, würde ich einmal ganz kurz einen Überblick über die Umgebung anbieten. Wir haben hier verschiedene Kameraperspektiven eingestellt. Und zwar haben wir jetzt momentan, wie gesagt, den Lehrinhalt erstmal in der Umgebung verteilt, um räumliche Assoziationen zwischen Inhalt und Informationen und räumliche Assoziationen zu ermöglichen. Wir haben gleichzeitig kleinere Regionen, in denen Gruppenarbeiten möglich sind und auch sehr einfach intuitiv möglich sind. Wir haben dabei uns von den Breakout-Sessions explizit ferngehalten, damit der Lehrende die Möglichkeit hat, weiterhin einen Überblick über alle Studierende zu haben, ohne in jeden Breakout-Session explizit reinzuhüpfen. Das ist sonst immer ein sehr großer und dann hier noch und dann da noch. Wir haben gehofft, wir hoffen, dass es somit deutlich einfacher ist. Insgesamt ist das Ganze, hier ist noch eine kleine weitere Gruppe, die arbeitet, damit momentan eine Umgebung, die so aussieht. Wir können die visuelle Gestaltung dieser Umgebung natürlich frei ändern. Gerade weil es in Unity gebaut ist, lässt sich das sehr einfach machen. Genau, wie gesagt, hier verschiedene Artefakte in der Umgebung, um Informationsrecall einfacher zu machen. All das lässt sich natürlich nach Belieben des Lehrers ändern. Und je nach Session. Wenn ich hier als Avatar umherhüpfe, ist es mir möglich, ganz einfach Videos, ne? Meine eine Hand funktioniert leider gar nicht. Dementsprechend kann ich das nicht bewegen. Wir begrüßen Sie herzlich. Wir begrüßen Sie Aber herzlich zu TeachNVR beim University Future Festival. ich kann hier Videos abspielen, die laufen auf allen Clients etc. Leider war ich gerade zu lange inaktiv, deswegen kann ich hier nichts hin und her bewegen. Ich würde, wenn wir gleich nochmal Fragen beantworten, währenddessen die Anwendung nochmal neu starten. Das ist jetzt eine reine Netzwerksache, die passiert, wenn man zu lange inaktiv war. In Vorbereitung des Ganzen habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Normalerweise könnte ich jetzt hier die Dinge nehmen, einfach groß und klein ziehen, im Raum hin und her bewegen, damit Fokus setzen auf verschiedene Gesprächsinhalte, Vorlesungsbausteine etc. Man teleportiert sich hier ganz einfach hin und her und wieder. Es ist möglich, ganz einfach beides zu nutzen, sei das die Hände oder die Controller. Jetzt habe ich links und rechts hier natürlich einmal überdreht.
So, wir können genauso gut Controller benutzen, das funktioniert genauso. Einziges Problem des Ganzen ist, dass die Controller meiner Meinung nach weniger immersiv sind. Man muss durchgehend diese Dinger in der Hand halten. Es ist deutlich schöner, einfach die Hände nehmen zu können und damit eben auch ein bisschen Gestik intuitiver wieder in das Gespräch einzubauen, das man mit den Mitstudierenden und den Lehrenden führt. Genau, jetzt würde ich mal fragen, ob noch was im Chat ist, weil ich das nicht sehe von hier. Lorenza? Ja, es wurde noch gefragt, ob es auch mit Pico Neo Brillen nutzbar ist. Wir haben vorhin kurz angedeutet, dass wir versuchen, das natürlich für mehrere Visualisierungsgeräte etc. Zugänglich zu machen. Nicht nur im Bereich von VR, sondern natürlich auch im Bereich von Augmented Reality. Also wir sind ein kleines Team, aber wir versuchen unser Bestes und es auch immer weiter zu optimieren, weiterzuentwickeln. Können Sie Ihr Mikro, wenn Sie wollen... Ach so, genau, ich bin jetzt gerade dabei und gebe Ihnen alle Broadcast-Permission. Sie können also gerne einfach anfangen zu sprechen. Aber hier gibt es noch eine Sache. Sie sagten, die TU Dresden nutzt diese Plattform in erster Linie als Lehr. Wir benutzen es in erster Linie als Lehrumgebung, denn aktuell ist es noch keine richtige Lernumgebung. Es ist eher eine Art Kommunikationsplattform und Präsentationsplattform, wie Sie sehen. Also man kann Objekte, Audiodateien, Videodateien nutzen. Und ja, es sind andere Nutzungsmöglichkeiten angedacht, und zwar im Bereich von einer, also wirklich als Lernumgebung, Single-User Experiences, Methoden, die individuell also genutzt werden können oder eben auch in kleinen Gruppen genutzt werden, in großen Gruppen genutzt werden können. Also nicht so, dass wir die Kommunikationsplattform und die Präsentationsplattform nicht mehr beibehalten wollen, sondern wir wollen einfach die Methoden oder Mechaniken erweitern, die dann da drin möglich sein sollen. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich, so, ja, gerne. Ja, wunderbar. Also ich muss mich mal als diejenige outen, die leider die Umfrage vorhin verpasst hat und noch nie eine VR-Brille auf hatte und mir das auch wirklich gar nicht vorstellen kann. Und genau, jetzt habe ich so ein bisschen, das ist jetzt eine blöde Frage für alle die sich damit schon auskennen, aber deswegen sind wir ja heute hier. Mhm. Deswegen können Sie mir vielleicht einfach mal, wenn ich jetzt das vorstellen würde, ich komme von der Sagehochschule, also Soziales, Bildung und so weiter, Gesundheit. Und da sagen viele Dozentinnen schon bei einer normalen digitalen Lehre, ach naja, muss nicht unbedingt sein. Also da sind viele jetzt sehr weite Schritte gegangen in den letzten 2 Jahren, aber die freuen sich auch, wenn sie das nicht mehr so müssen. Und wenn ich jetzt mit sowas sozusagen um die Ecke kommen würde, was wären jetzt so Ihre Argumente oder vielleicht auch von den anderen, was ist genau der Vorteil daran? Also wie ist zum Beispiel die Interaktionsmöglichkeit? Dafür würden meine KollegInnen das vielleicht gerne einsetzen, wenn jetzt der eine Avatar mit dem anderen Avatar ein Rollenspiel machen kann. Oder sowas in der Art. Also ist sowas überhaupt möglich? Oder genau, vielleicht ist sie nochmal für einen Einsteiger wie für mich nochmal kurz erklären, wofür das eigentlich gut sein soll. Genau, das soll möglich werden alles. Also aktuell ist es möglich, Rollenspiele zu machen, Planspiele zu machen. Sie können Objekte hineinladen, Sie können Audiodateien hineinladen, Videos hineinladen, Bilder hineinladen, interaktive Objekte, also beispielsweise, wenn ich jetzt bei uns an das Fach denke, Wirtschaft, Technik, Haushalt, Soziales, dann kann dort beispielsweise eine Maschine als 3D-Objekt hineingeladen werden, in Teilen, die zusammengesetzt werden müssen, oder eine Maschine, die läuft, in die man in der realen Welt nicht greifen sollte, aus Sicherheitsbedingungen, ja, also als Arbeitsschutzbedingungen, und die dann aber, also es wäre eben möglich, solche Dinge zu simulieren. Und es wäre natürlich auch möglich, Arbeitsschutzrichtlinien dort einzutrainieren, dass ich eben nicht in einen Bohrer greife, wenn ich bohre in der Holzwerkstatt oder in der Metallwerkstatt. Denn auch das sind alles Inhalte dieses Fachs. Es gibt Elektrotechnik, Textiltechnik, es gibt Holztechnik, Metalltechnik, dann alles, was wirtschaftliche Aspekte angeht, ne? Markt, unser Wirtschaftssystem und so weiter. Alles, was diese Dinge zusammennimmt eigentlich, das oder verbindet, ist ja auch sind die sozialen Aspekte. Alles, was mit zukünftigen beruflichen Aspekten in Verbindung steht, also beispielsweise auch einen Arbeitsplatz besuchen, der eben nur in dieser VR-Umgebung existiert. Also sozusagen Exkursionen machen, ohne irgendwo hinfahren zu müssen und dort viel Geld ausgeben zu müssen, um da einen Bus zu besorgen und dann sich ein Wasserwerk anzuschauen oder solche Sachen. Das wäre alles möglich.
es ist natürlich, klingt jetzt noch sehr, sehr viel. Wir müssen das alles natürlich auch komprimieren. Aber wir sind aktuell in der Forschung so weit, dass wir im letzten Semester, oh, wir haben es jetzt schon um 11 Uhr, Florian, im letzten Semester haben wir angefangen, Mechaniken zu uns zu betrachten und zu schauen, ob das in unsere Lernumgebung irgendwie, dass es passen würde. Ja? Also, dass es einfach auch ein angenehmes, einen angenehmen Umgang schafft, ein angenehmes Handling dieser Lernumgebung möglich macht. Ich spreche jetzt schon von einer Lernumgebung, obwohl es immer noch eher eine Lehrumgebung ist. Und wir werden jetzt in diesem Semester mit einer neuen kleinen Gruppe von Studierenden das Ganze weiterentwickeln und schauen, wie wir solche Mechaniken, die vorher sehr thematisch bezogen waren, auf das Fach Wirtschaft, Technik, Haushalt bezogen waren, wie wir diese etwas universeller gestalten können. Man könnte das ins Unendliche treiben. Man könnte das, man könnte Vorteile finden für Sprachunterricht, das eben virtuell zu gestalten, etc. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir versuchen das jetzt gerade so ein bisschen auszuloten, was für uns wichtig ist und was wir hier als erste Schritte, vielleicht sehen wir uns einfach nächstes Jahr wieder, was wir hier einbauen können. Um das Ganze abzuschließen, Sie können uns gerne schreiben. Sie können gerne weiter mit uns in Kontakt treten über unsere E-Mail-Adressen, über LinkedIn. Ich kann gerne noch ganz schnell nochmal schreiben. Ich schreibe es in den Chat. So. Oder auch. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir möchten gerne ganz viel Kontakt haben und freuen uns über Anfragen. Sie dürfen auch gerne Anfragen stellen, natürlich, ob Sie das mal ausprobieren dürfen. Dann werden wir schon eine Lösung finden. Ja, ganz herzlichen Dank an Florian Schier und Lorenza Wand und, das, ja, und an alle Teilnehmenden für das große Interesse. Ich glaube, da gibt es sicherlich noch viel, viel zum Austauschen und Sie können das ja wirklich während des Festivals oder auch darüber hinaus nutzen und ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Die Session stoppt hier. Wir schicken Sie gleich wieder alle in die Lobby und wünschen Ihnen noch ein ja, inspirierendes University Future Festival und bis bald.